Hallo Leute, ich bin Laurentio und in diesem Video werde ich über alle Dividendkerle-Spiele für die GBA sprechen. Die wilden Fußballkerle, Entscheidung in Teufelstopf, ist ein Abenteuerspiel. Wie üblich in Abenteuerspielen, ihr läuft herum, spricht mit Menschen und löst Quests. Du brauchst einen bestimmten Item, um das Level zu bestehen, und um diesen Punkt zu erreichen, benötigst du einen anderen Item, den du finden kannst, indem du mit jemandem auf die Karte sprichst. Wie jedes andere Abenteuerspiel ist es sehr textorientiert. Wenn du nicht sorgfältig liest, was die Charaktere sagen, wirst du es im Spiel sehr schwer haben. Aber wenn du das aufs Spiel achtest, ist es in Ordnung. Es hat einige Mängel, wie zum Beispiel die langsamen Animationen und die nervige Tatsache, dass dir alles wehtut. Busche verletzen dich, Krähen, Igel, Füchse, Menschen, alles tut dir im Spiel weh, sogar Busche. Und von allen Feinden im Spiel kann man nur Leute schlagen. Tiere kannst du nicht verletzen. Alles, was du Tieren antun kannst, ist, sie zu meiden. Du kannst in diesem Spiel kein Tier wie Menschen schlagen. Die Geschichte ist in meiner Meinung nach schlecht, aber der Geschmack ist unterschiedlich. Vielleicht gefällt ihnen die Geschichte. Leon muss seine Teamkollegen für das bevorstehende Spiel finden, aber seine Freunde wurden entführt. Und jetzt geht Leon, um sie zu finden. Unterwegs benutzt er viele Items, und du kannst sie sogar magische Items nennen, weil du nicht weit weg wärst. Ich meine, du bekommst ein paar Shorts, mit denen du auf magische Weise nur ein paar Sekunden schneller rennst, ohne sie zu tragen. Er enthält einige Torwächterhandschuhe, mit denen der auf magische Weise Barrels brechen kann. Und alle diese magischen Gegenstände laufen auf Bällen. Ja, Fußbälle, die du auf die Karte sammelst. Zwischen den Kartenabschnitten gibt es diese wackigen Bike-Sequenzen, die irgendwie schlecht sind. Du musst die A-Taste drücken, um zu beschleunigen und mit B zu springen. Du musst aber auch den Winkel anpassen, sonst fällt der Typ auf die Fresse. Eine gute Seite des Spiels ist aber, dass du unterwegs auf mehrere Minispiele stößt. Es macht Spaß, die zu spielen, aber in manchen Momenten können sie schwierig werden. Aber keine Sorge. Wenn das Spiel schwierig wird, nachdem du einige Spiele verloren hast, bekommt das Spiel absichtlich leichter, sodass du siegen kannst. Insgesamt ist das Spiel gut für ein Abenteuerspiel. Es hat einige Mängel, aber es ist immer noch ein solides Spiel, das unglaublich langweilig werden kann, aber es ist immer noch solide. Und die wilden Fußballkerle. Gefahr im wilde Kerleland ist ein Plattformer. Für die neue Generation und sogar für die GBA-Generation fühlt sich das Spiel veraltet an. Die Plattform fühlt sich an wie im ersten Prince of Persia-Spiel, aber auch wenn das Spiel keinen guten ersten Eindruck verlässt, ist es dennoch solide und macht Spaß. Gleich zu Beginn des Spiels kannst du auswählen, welches Level du zuerst angehen möchtest. Du beginnst jedes Abschnitt mit der gleichen wonky Bike Chase Mechanik wie im letzten Spiel und danach beginnst du das Platforming. Die Plattform ist sehr angenehm, auch wenn die Handlung manchmal steif anfühlt. Es gibt Rätsel zu lösen und du kannst die gleichen Feinde wie im vorherigen Spiel mit dem gleichen Mechanik schlagen. Diesmal ist es in 2D statt isometrisch. Wie gesagt, es ist ein solider Spiel, das sich veraltet fühlt, aber das trotzdem Spaß macht.